Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, ihr Lieben. Geht's euch gut? Ja, das ist ja fein. Und wie geht's in der Schule? Gut. Wieder schön an der Schule zu sein. Sind alle eure Freunde auch da? Toll. Also Leseratte hat heute nochmal ein schönes Buch mitgebracht. Das Buch heißt Harry und der Eimer voller Dinosaurier. Habt ihr Dinosaurier gerne? Ich auch. Also, dann wollen wir jetzt mal hören. Ich hole Hoppel, ihr holt eure Kuscheltiere. Und dann wollen wir jetzt die Geschichte lesen. Oma dachte, der Dachboden müsste mal wieder entrümpelt werden. Also könnt ihr sehen, das ist die Oma. Und der Dachboden muss aufgeräumt werden. Harry sollte ihr dabei helfen. Guck mal, hier stehen ganz viele Kisten herum. Und ich bin mir sicher, die Oma weiß nicht mehr, was sie in all den Kisten hat. Die müssen das ein bisschen aussortieren. Harry fand eine alte Kiste. Die war total verstaubt. Er machte den Deckel auf. Dinosaurier! Dinosaurier sind in der Kiste. Harry schleppte die Dinosaurier die Treppe runter. Alle verbogenen Dinosaurier bog er wieder gerade. Alle zerbrochenen klebte er wieder. Er stieg auf einen Stuhl und wusch sie im Waschbecken. Oma kam und sagte: Was meinst du, wofür das gut sein soll? Also Oma meint, das sind solche alten Dinosaurier. Oder was machst du mit diesen Dinosauriern, nicht? Dinosaurier mögen keine Kisten, sagte Harry. Sie sind lieber in einem Eimer. Könnt ihr sehen, er packt sie in einem Eimer. Alle sauberen Dinosaurier kommen in einem blauen Eimer. Suse kam herein vom Fernseh gucken. Suse sagte, es wäre blöd, sich so viel Arbeit wegen so viel Müll zu machen. Dinosaurier sind kein Müll, sagte Harry. Ja, Suse ist die Schwester und die hat sich was zum Trinken geholt. Am nächsten Tag ging Harry mit Mama in die Bibliothek. Also eine Bibliothek. Oder in einer Bibliothek gibt es ganz viele Bücher. Und da kann man sich ein Buch holen zum Lesen. Den Eimer mit den Dinosauriern nahm er mit. Da oben guckt ein kleiner Dinosaurier raus. In einem Buch fand er alle Namen und zeigte sie den Dinosaurier. Er hat sich ein Buch von Dinosaurier ausgesucht. Und jetzt zeigt er seinen Dinosauriern das Buch. Zu jedem sprach er ganz sanft, ganz leise. Er flüsterte: Du bist mein Skelidosaurus. Du bist mein Stegosaurus. Du bist mein Triceratops. Das ist der Triceratops. Das ist der Stegosaurus. Das ist Stegosaurus und das ist ein Skelidosaurus. Es gab genug Namen für all die Aptosaurier und Anchisaurier und Tyrannosaurier.
Die Dinosaurier sagten: Danke, Harry. Sie sagten es ganz leise, aber gerade noch laut genug, dass Harry es hören konnte. Das ist kein Müll, das sind Dinosaurier. Guck mal hier. Da guckt der Opa aber komisch, nicht? Von nun an kamen die Saurier in Harrys Eimer überall mit. Sie kamen mit zum Einkaufen. Dann hat er sie in einem Einkaufswagen gestellt. Sie kamen mit ins Gartencenter. In einem Gartencenter kann man Pflanzen und Blumen kaufen. Sie kamen mit zum Strand. Wenn Harry badete, badeten die Dinosaurier mit. Und wenn Harry ins Bett ging, gingen die Dinosaurier mit ins Bett. Ich glaube, der Harry hat seine Dinosaurier sehr geliebt. Wie schlafen die alle so schön? Wie viele Dinosaurier sind das überhaupt? 1, 2. Da ist noch ein Kopf von einem. 3, 4, 5, 6. Manchmal waren sie ein bisschen weg, aber sie waren nie lange verschwunden, weil Harry alle ihre Namen kannte. Und er rief ihre Namen immer wieder, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Und wie Suse guckt wieder Fernsehen. Und hier, der Langhals möchte hier was Süßes rausholen, nicht? Aber Harry ruft ihn, sagt, komm. Komm, Langhals, komm wieder. Und dann kommt er. Eines Tages fuhren Harry und seine Oma mit der Eisenbahn. Er war so aufgeregt, dass er seinen Eimer total vergaß. Also die Oma und Harry sind ausgestiegen und Harry hat seine Dinosaurier in der Eisenbahn im Zug vergessen. Und da fährt der Zug schon ab. Oma trocknete seine Tränen. Macht nichts, sagte sie. Ich kaufe dir ein schönes neues Video. Oma versucht, den Harry zu trösten, nicht? Harry guckte sich mit Suse das Video an. Seinen Film gucken sie an. Es war schön, aber nicht so schön wie die Dinosaurier. Im Bett sagte Harry zu Mama, ich mach Videos oder Filme anschauen. Aber am liebsten mag ich meine Dinosaurier, weil man sie hinstellen kann, weil man sie baden kann und weil man sie mit ins Bett nehmen kann. Und das Allerbeste ist, man kann ihre Namen sagen. Am nächsten Morgen beim Frühstück war Harry immer noch traurig. Suse sagte, staubiger alter Müll. Dafür goss Harry ihr die Milch über den Kopf. Um den Streit zu beenden, brachte Oma Harry in sein Zimmer. Also Harry ist eigentlich sehr böse geworden, nicht? Da hat er die Schüssel mit der Milch über Suses Kopf geschüttet. Und jetzt musste er in sein Zimmer. Später ging Oma mit Harry zurück zum Bahnhof, zu dem Mann im Fundbüro. Im Fundbüro kommen alle Sachen, die die Menschen auf dem Zug vergessen haben. Und dann kann man die da wieder abholen. Der Mann sagte, Dinosaurier? Ja, wir haben da einige gefunden. Aber woher soll ich wissen, dass es deine Dinosaurier sind?
Harry sagte, ich werde meine Augen zumachen und ihre Namen rufen, dann wirst du es wissen. Und Harry machte seine Augen zu und rief ihre Namen. Er rief, komm zurück, mein Skelidosaurus, komm zurück, mein Stegosaurus, komm zurück, mein Triceratops. Er rief, komm zurück zu den Aptosauriern und den Anchisauriern und den Tyrannosauriern und all den anderen verlorenen Dinosauriern. Und als er seine Augen öffnete, da waren sie alle da. Alle standen auf dem Tisch neben dem Eimer. Alles in Ordnung, sagte der Mann. Dies sind ganz sicher deine Dinosaurier, ganz sicher. Und die Dinosaurier flüsterten zu Harry. Sie flüsterten ganz leise, aber gerade noch laut genug, dass Harry es hören konnte. Sie sagten, du bist ganz sicher, unser Harry, ganz sicher. Guck mal, wie sie sich freuen, wieder Harry zu sehen, nicht? Und Harry freut sich auch. Oh, was macht der? Der guckt in der Tasse oder er trinkt was von dem Kaffee. Also jetzt muss Oma das nochmal unterschreiben, dass sie die Dinosaurier abgeholt hat. Und dann können sie gehen. Auf dem Heimweg vom Bahnhof hielt Harry seinen Eimer ganz, ganz fest. Oma sagte zum Nachbarn, unser Harry mag diese alten Dinosaurier. Ein Nachbar ist jemand, der im Haus nebenan wohnt. Ganz sicher, flüsterte Harry, und meine Dinosaurier mögen mich ganz sicher. Ach, guck mal hier. Da können wir die verschiedenen Dinosaurier sehen. Das ist ein Apatosaurus, ein Triceratops, ein Skelidosaurus, ein Tyrannosaurus. Den haben wir schon gesehen. Ein Anchisaurus, ein Stegosaurus und ein Apatosaurus. Das war wieder eine tolle Geschichte von Harry mit seinen Dinosauriern. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, heute war es wunderbar. Und bald sind wir alle wieder da. Und bald sind wir alle wieder da.